Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play von Minecraft. So, ich erzähle euch gleich noch ein bisschen weiter was, aber erstmal wollen wir hier mal was gucken. Ich guck mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht gerade noch so. Ich muss euch nämlich gleich mal ärgern. Wir hatten ja jetzt letztes Mal bei unserem Haus aufgehört zu bauen. Und ja, ich habe mich entschlossen, das Haus ein bisschen breiter zu machen. Aus einem Grund erzähle ich euch gleich. 1, 2, 3, 4, 5. Genauso breit soll es sein. Oh, da habe ich was falsch gemacht. Da muss nämlich oben ein anderer Klotz drauf. Habe ich da noch Erde dabei? Ja, habe ich dabei. Wir reden gleich ganz viel, aber jetzt erstmal. Halt, stopp. Ich mache mal wieder alles falsch. So. Ja, ich baue mal noch einen höher. Und haben wir denn so viel? Weiß ich gar nicht. Sieht so aus. Ja, warum ich das hier mache, ist folgendes. Für so eine große Villa, die hat etwas mehr verdient als eine Einzeltür vorne, sondern muss eine Doppeltür kriegen. Und deswegen möchte ich das Ganze ein bisschen verschieben, ein ganz klein wenig verschieben. Also wieder um eine ungerade Zahl, damit wird es dann gerade. Und einfache Sache halt, wir wollen vorne eine Doppeltür haben. Und außerdem habe ich mir gedacht, wenn wir hier schon so viel Platz haben, dann wollen wir den auch nutzen. So, falls meine Stimme heute schon ein bisschen kaputt sein sollte, was sie wahrscheinlich ist, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass ich wieder ganz viel rauche, sondern das liegt daran, dass ich heute schon sage und schreibe 3 Stunden englisches Let's Play aufgenommen habe. Deswegen bin ich auch schon ein bisschen geschafft, weil das ist echt anstrengend, fremde Sprache zu sprechen und so. Ich pack mal hier einen Klotz hin, damit wir uns das merken können, wo der Pfeiler war. Ansonsten bauen wir das gleich wieder ab. Ja, 3 Stunden Minecraft hier heute schon aufgenommen, auf Englisch. Anstrengende Sache. Aber es ist eine ganze Menge drüben in der englischen Welt, also in England, passiert. Und deswegen, also wer des Englischen mächtig ist, wirklich, es lohnt sich da jetzt inzwischen zu gucken. Weil, ja, es lohnt sich einfach. So, kleinen Augenblick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, diesmal nicht. Ich mache mir das mal einfach. Kommen wir noch einen höher, dann ist das einfacher. Komme ich da runter? Schaffe ich das? Nee, natürlich nicht. Ja, fängt ja gut an. Es wird auch Nacht. Schiete, sowas aber auch. Entschuldigung. So, dann gehen wir erstmal schlafen. Das werden wir später dann ändern, dass wir immer schlafen gehen müssen. So. Was habe ich getan? Kleinen Augenblick. Ja, es ist wirklich so. Ich bin ein bisschen schon außer Atem. Ja, drüben in England ist eine Menge passiert. Da haben wir jetzt schon ein vollständiges Haus. Da hat es auch schon die ersten Kämpfe gegeben. Sogar recht beeindruckende. Also ich bin dort um einiges, sagen wir mal, mutiger gewesen. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert hier. Da bin ich schon ein bisschen mutiger gewesen als hier. Das mal so machen. Und zwar, ich habe dort schon Bogen und alles Mögliche. Also jetzt inzwischen ist es so, dass man sagen kann, jetzt dürft ihr neidisch sein auf England. Ja, musste ja mal irgendwann passieren. Und zwar hat das so stattgefunden, dass ich dort eine Höhle gefunden habe, die mich sehr schnell an Eisen gebracht hat. An eine recht gute Menge. Dann hatte ich noch unterm Haus eine Höhle, die hat mich auch noch an reichlich viel Eisen gebracht, und zwar auch noch an eine kleine Schlucht. Ja, und da geht uns auch schon das Holz aus. Aber das sollte kein Problem sein, denn die Bäume hier müssen jetzt echt weg. Die stören. Und deswegen kriegen wir jetzt auch eine Menge Holz.
Jetzt kleben natürlich die Blätter da am Haus dran. Ich weiß nicht, ob ich hier heute die ganze Zeit am Haus bauen möchte. Wir haben da ja letztes Mal... Kriege ich das so runter? Keine Ahnung. Wir haben da ja letztes Mal die Tonziegel... Nee, Lehmziegel geholt. Auf jeden Fall Ziegelsteine. Das Grundmaterial dafür irgendwo geholt. Und das wollen wir natürlich heute auch verwerten. Ich schau mal kurz, ob da schon was fertig ist. Wir wollen hier gleich die nächsten Knödel da reinwerfen. Falls dem so sein sollte. Nö, habe ich mich geirrt. Ich dachte, das wäre inzwischen schon soweit. Ach, ich habe euch vermisst, Dorfbewohner, mit eurem blöden Haha. Ja, wir werden auch hier heute etwas länger machen. Das soll heißen, ich werde auch hier heute, um Gerechtigkeit walten zu lassen, 3 Stunden aufnehmen, soweit mir das möglich ist, so von der reinen Energie her. Na, komm schon. Aber das heißt nicht, ausdrücklich gesagt, das heißt nicht, dass wir die Größe der Folgen vergrößern. Also 20 Minuten bleibt immer noch der Standard. Und zwar einfach, weil ich mehr nicht gebacken kriege und weil ich auch mehr derzeit nicht machen will. Also es ist so, lohnt sich momentan einfach noch nicht. Die Viewzahlen sind einfach zu niedrig, als dass ich da jetzt mehr Zeit investieren würde. Tut mir leid. Videos machen ist halt eben nicht mein Hauptberuf und ich muss auch noch für irgendwie nochmal andere Dinge Zeit haben. Lass uns mal ein bisschen Schwein essen. Und ich habe für kaum noch irgendwelche Dinge Zeit, wenn ich jetzt hier ständig rendere und schneide und so weiter und so fort und das hochlade und all sowas. Verbraucht ja auch seine Zeit. Ich muss mir das abgewöhnen, diese ja langen Beschreibungstexte zu schreiben. Schnauze. Ich muss mir abgewöhnen, diese langen Beschreibungstexte für die Folgen, zum Beispiel auf Facebook und so weiter, zu schreiben, weil das auch eine ganze Menge Zeit verschlingt. Übrigens, Entschuldigung, dass letzten Montag eben keine Folge gekommen ist. Da hatte ich ein bisschen Probleme, persönlicher Art. Geht euch nichts an. So leid mir das auch tut. So, hau ich die anderen jetzt auch gleich um? Also die müssen auf jeden Fall hier weg, weil die bringen irgendwie gar nichts. Die müssen ja sowieso... Naja. Gut, ich hau mal hier noch so ein bisschen Gemüse weg. Das war ja alles so nicht geplant. Aber wie gesagt, also das Haus, wenn es so groß ist und wenn hier schon so viel Platz ist, dann wäre es schade, wenn wir erstens mal den Platz nicht nutzen würden. Ist immer noch zu klein, finde ich, weil das sollte eigentlich so breit wie das Dorf sein, meines Erachtens nach. Ich muss jetzt auch mal schauen. Es kann heute ein bisschen chaotisch werden und auch ein bisschen kann es so sein, dass ich nicht voll dabei bin. Wie gesagt, bin schon einigermaßen geschafft. Das ist wirklich Arbeit, das Aufnehmen von Let's Plays. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 weniger 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und einer. Dann hauen wir hier einen Klotz hin. Na, hoffentlich hat es funktioniert. Ich zähle es mal lieber nochmal ab, auch wenn das langweilig ist. Tut mir leid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also hier soll unsere Tür hin. Das ist dann schon mal so abgemacht. Das heißt dann eigentlich auch Folgendes. Müsste hier drüber den weghauen. Ja, jetzt werde ich mir wehtun, ich weiß. Ist aber egal. Das wäre nicht nötig gewesen. Nein, wäre es wirklich nicht. Dieses Mal können wir es eigentlich vermeiden. Also hier direkt drüber einen weg. Ja, und wenn ich wieder Sätze nicht vervollständige und so weiter und so fort, macht euch einfach nichts draus. Irgendwann lerne ich das auch noch. So, ein... Ja, noch einen oben drauf und dann haben wir nur noch hier einen Unstripped. So, diesmal ohne wehtun. Gut, und den müssen wir natürlich, das habe ich jetzt inzwischen gelernt, man kann das auch nachträglich machen, nachdem man es dran gebaut hat. Ist irgendwie logisch, ne, aber da sind Setzlinge runtergefallen und Holz will ich alles haben,
gierig, gierig, gierig. Und wir machen auf der anderen Seite, machen wir auch gleich nochmal so eine Tür hin. Ich muss nur sehen, dass ich jetzt nichts verpasse. Ich glaube, hier war das dann. Das ist richtig. Müsste richtig sein. Ja, dann zwei Platz und einen daneben. Pflücken wir das mal hier raus. Ja, gleich haben wir das alles wunderbar auf die Kette gekriegt. Und hier natürlich dann. Machen wir das mal so. Huhn, provozier mich nicht. Ich habe eine Axt und ich werde sie einsetzen. Ja, so. Neue Musik übrigens heute. Heute von, nicht vom Projekt Wilma Poppen, von dem ich euch letztes Mal erzählt habe. Also dir letztes Mal erzählt habe, das ist schon richtig. Sondern vom Projekt Alien Sonny, das sonst normalerweise eher für Reggae und Dub bekannt ist. Aber es gab so zwei spezielle Alben, die ich mal veröffentlicht habe. Aus Langeweile, weil mir Reggae und Dub, naja, nicht zum Hals raushing. Aber ich wollte mal was anderes machen. Und da wäre einmal das, was ihr gerade hört. Das Ding heißt Electronic Space Rock. Das Ziel war eigentlich, oder ist auch gelungen, Musik zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich den Boden mache, deswegen lasse ich das erstmal. War eigentlich Musik zu machen, die normalerweise von Bands mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und so weiter gemacht wird. Also ganz normale Rockmusik, aber mit Synthesizern. Und das Ding habe ich Electronic Space Rock genannt. Ist das ungewöhnlichste Album von Alien Sonny. Geschrieben Alion, A-L-I-O-N, Sonny. Und ja, der Name hat auch eine Bedeutung, erzähle ich euch auch nochmal was drüber. Aber nicht jetzt. Und dann gab es nochmal ein anderes, das kann ich auch gleich sagen, weil das nämlich kommt nämlich gleich danach. Anderes ungewöhnliches Album des Alien Sonny Projects, nämlich orchestrale Musik. Und zwar war das geplant, oder ja, ist das Konzept gewesen, ein Soundtrack für ein imaginäres, also nicht existierendes RPG-Game, so wie Gothic, Skyrim und so weiter und so fort. So, damit hätten wir das schon mal. Jetzt hoffe ich mal, die Ziegel sind da hinten, also die komischen Clay-Dinger sind gebrannt. Damit wir die auch gleich mal rausholen können, neu reintun können. Wir haben da ja letztes Mal eine Menge von gesammelt, aber wie ich schon erzählt habe, ist das wirklich ein undankbares Baumaterial. Sieht zwar geil aus, also sind welche der schönsten Baublöcke überhaupt und auch welche der realistischsten. Diese hier, nämlich die Clay Bricks, also Bricks, einfach nur Bricks. Also aus Lehm gebrannte Ziegel. Seht ihr, habe ich zwei solche Klötze reingehauen und habe jetzt nur 32. Ja, ist wahr. Haha. Da lachst du was. Okay, also nur 32 solcher Klötze. Und ihr könnt euch vorstellen, ups, wenn wir hier die Außenwand, zumindest für dieses Untergeschoss, komplett aus diesen Steinen machen wollen, ja, da können wir eine Runde für arbeiten, ne? So. Ich mache auch hier mal, also jetzt überall, wo jetzt hier so ein Pfeiler ist, haue ich die erstmal dran. Für den Anfang. Ist das schon wieder Nacht? Kann ja wohl nicht wahr sein. You can only sleep at night. Ey, es ist Nacht. So. Wenn ich sage, es ist Nacht, ist es Nacht. Gut, also wir nehmen heute voraussichtlich 3 Stunden auf. Das heißt, wir haben dann 9 Folgen, wenn ich das richtig rechne. Natürlich rechne ich das richtig. Was heißt denn natürlich? Jetzt reicht's mir aber. Das Ding will mich provozieren. Ich habe auch drüben in England habe ich auch ein Haushuhn, das sich einfach in meinem Haus niedergelassen hat. Ich weiß nicht, ob es inzwischen verschwunden ist. Ich glaube, es ist. Seht ihr, da haben wir schon keine Steine mehr. Das wird verdammt schwierig. Wisst ihr was? Deswegen gehen wir nochmal los. Es ist ja jetzt gerade morgen. Nein, da fallen wir nicht rein. Ihr wisst ja, da unten war ein Creeper. Gut, es sind jetzt ein paar Nächte vergangen. Der ist wahrscheinlich despawned, aber ich möchte mich nicht drauf verlassen. So, ich glaube, hier haben wir auch noch so ein bisschen von dem Ton. Ja, wirklich nur ein bisschen. Oh, es blubbert hier. Lava irgendwo. Ja, pass auf, gleich haben wir Obsidian. Obsidian. So.
Also das mit dem langsamen Sinken im Wasser, ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ja, ich werde mir wahrscheinlich das komplette Inventar jetzt zusauen und werde wahrscheinlich irgendwas auch nicht finden. Und dann, dass diese Dinger immer absolut randommäßig irgendwo hinfliegen. Diese komischen Knödel. Nee, also ich weiß nicht, ob mir das am Aquatic-Update so gut gefallen soll, dass die Dinge jetzt nach oben schwimmen irgendwie im Wasser. Vor allen Dingen Dinge, die eigentlich nicht nach oben schwimmen in der Natur. Ich habe vorhin schon im anderen Let's Play in England habe ich auch darüber geredet, über Realismus in Minecraft. Kriegen wir hier überhaupt noch irgend so einen Teich, wo sowas drin ist? Ich renne hier einfach mal ein bisschen in die Richtung und hoffe, mir begegnet nichts Böses. Ich falle nirgendwo rein in meinem ziemlich müden Kopf. Nee, das sieht irgendwo nicht so aus. Ja, dann müssen wir uns wohl drauf verlassen, dass wir es irgendwie durch Zufall finden. Ich hoffe, wir kriegen die Wände halbwegs irgendwie gebacken. Ja, es ist nur ein Fluss. Im Fluss ist sowas nicht. Also wir sind hier scheinbar auf so einer Art Halbinsel oder vielleicht sogar Insel. Ist ja schön. Wenn man das vielleicht auch noch irgendwie landschaftlich nutzen könnte, dann wäre das wirklich klasse. Ich hasse das. Oh, guck mal, was ich da sehe. Das ist zumindest schon mal was ich haben will. Ich mache jetzt mal den Witz, den gewisse andere Let's Player auch schon gemacht haben, dass die Kürbisse total selten sind. Sind sie nicht, um schon mal ein Geheimnis zu verraten. Ja, so, dann gucken wir mal hier noch ein bisschen weiter. Ich habe nicht so viel Hoffnung. Ich glaube, ich habe mich da auf Mission Impossible eingelassen, dass wir die Dinger da aus Lehmziegeln gebacken kriegen. Aber, ach ja, vielleicht bauen wir auch aus zwei Werkstoffen. Alter, ich hasse das, wenn diese Wälder so unglaublich dicht sind und so dicht am Boden, dass man... Ah ja, haha, schön. Sehe ich da unten? Ja, ich sehe Eisen, aber ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ja, wir könnten auch heute schon mal ein bisschen anfangen, das Dorf aufzuräumen. Wir können auch anfangen, das Dorf mal ein bisschen sicher zu machen. Was allerdings nicht viel bringt, wenn wir nicht wissen, wie die Ausmaße des Dorfes sein werden. Ich muss ja schließlich eine ganze Menge rauf und runter setzen. Ah ja, oh, ich habe gedacht, ich könnte es vermeiden, aber nein. Es ist tatsächlich so eine Insel hier irgendwie. Das Zuckerrohr da drüben hole ich mir. Boah, diese Lautstärke von diesem Eintauchen ins Wasser ist wirklich ein bisschen nervig. Das Problem mit der Headset-Lautstärke, Ingame-Sound habe ich noch nicht hingekriegt. Danke übrigens für die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe. Ich dachte, hier wäre was, da ist was. Ja, das wird, wie sagt man so schön in einem alten Sprichwort, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Genauso wird das hier sein mit diesem Ton, Clay und den daraus gewonnenen Ziegeln. Das wird mühsam. Ja, jetzt habe ich auch noch eins tief gegraben. Ja, und nochmal. Ja, mach's doch gleich nochmal. Mach's noch einmal, Sam. So. Oh, und unter Wasser ist jetzt auch ein lauterer Sound irgendwie seit dem Aquatic-Update. Übrigens lädt er jetzt jedes Mal eine neue Minecraft-Version runter. Zumindest irgendwelche Ressourcendateien. Ich weiß nicht. Ja, haha, wir haben hier ja tatsächlich auch Wölfe. Ich glaube allerdings, das habe ich letztes Mal schon festgestellt und habe mich drüber gefreut. Ja, ich kann mich zwar noch wunderbar daran erinnern, wie wir hier letztes Mal gespielt haben, aber ich habe nicht mehr alles so richtig im Gedächtnis. Ich sollte jetzt wirklich zusehen, dass ich nicht zu weit von zu Hause weggehe. Nicht, dass die hohen Tannen mir auch nicht mehr den Weg weisen können nach Hause. Ich hoffe auch, ich habe irgendwie jetzt die richtigen Richtungen im Kopf behalten. Meine Stimme ist tatsächlich heute schon so ein bisschen geschädigt vom Aufnehmen. Haben wir hier? Nee, haben wir nicht. Ach, das freut ja. Ja, weil das wahrscheinlich irgendwie Flussbiom ist. Und wie gesagt, also im Fluss, alles im Fluss, gibt es das Zeug nicht. Ich hoffe wirklich, ich finde zurück nach Hause. Sonst verirren wir uns hier heute auch das erste Mal. Also in England habe ich mich schon in der ersten Aufnahmesession verirrt. Also kann ich mir das hier auch einmal erlauben. So, 18 Uhr, die Kirchenglocken läuten. Natürlich vom Band. Wir können uns hier in Hamburg-Rahlstedt keine richtigen Kirchenglocken leisten. Oh, ich höre Skelett. Hoffentlich nicht an der Oberfläche.